Und willkommen zurück zu 7 Days to Die. Und wir sind immer noch fleißig am Handwerken hier, dass wir unsere Basis Horte sicher bekommen, weil die Horte kommt ja nun bald. Na, das wollte ich nicht. Ich will den hier. Und sind das jetzt zwei Reihen oder ist das... Ne, das sind zwei, gell? Genau, hab ich mir fast gedacht. Sieht so richtig komisch aus, aus dem Blickwinkel immer. So, weil ich möchte nämlich gerne erstmal drei Reihen machen. Wir erstmal drei Reihen. Eigentlich nicht mit der Schaufel, aber ist erstmal egal. So, hier müssen wir auch noch eine Reihe ziehen, gell? So. Jetzt habe ich gedacht, ich bin vor die Spikes da. Wenn ich das nämlich richtig gesehen habe, habe ich mich hier aufgehört. Genau. Das sollte ich öfters machen. Wenigstens gibt es seit dem letzten teilweise den Loot. Okay, dann ist doch nicht so. Dann bekommt man den nur ab und zu. Mal etwas falsch platziert. Ich glaube, seit dem letzten Update konnte man die auch übereinander machen, gell? Mal hier erstmal die dritte Reihe weiter. Und dann müssen wir schon wieder Holz sammeln gehen, dass wir. Das war's schon. Haben wir noch welche im Inventar? Ne, leider nicht. Aber wir haben noch jede Menge Holz. Deswegen bauen wir jetzt noch welche nach. 54 können wir bauen. Gut, ist nicht gerade viel. So. Das da rein, da rein, da rein. Gut. So, ich freue mich schon, mit der Armbrust zu schießen, ey. So, müssen Holz sammeln. Holz sammeln. Holz, 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 Holz. Wir müssen auch eine neue Axt bauen. Hier haben wir sie. Ah, natürlich kein Holz mehr, ist klar. Ist klar, wir brauchen Holz. Unbedingt. Kann es sein, dass ich hier die Bäume. Ich glaube, die Bäume hatte ich hier gepflanzt, gell? Bin nicht mehr sicher. Doch, hatte ich, genau. Doch, jetzt bin ich wieder sicher. Hier in der Umgebung ja schon einige Bäume gefällt hatten und kaum noch Material hier nachwächst, ja, und das war's. Okay, gut. Wir sammeln hier erstmal Klee. Brauchen wir auch. Genau, weil hier kaum nachwächst. Haben wir neue Bäume gepflanzt. Ganz wichtig, Holz brauchen wir immer. Und sei es nur irgendwo ein Feuer anzumachen.
In manchen Regionen der Karte kann es so warm, so kalt werden, dass wir uns manchmal wünschen, wir hätten eine Feuer. Teilweise wird es ja hier in der Nacht ziemlich kalt. Oder wenn es regnet. Solange wie man nicht gerade in der Wüste ist, dass man hier total überhitzt und alles. Schön viel Klee, sogar auch in tieferen Schichten. So, ist die. Ah, noch 2 Minuten. Noch meine Schaufel kaputt. Ich muss noch eine neue Schaufel bauen. So. Immer schön die Türen zu machen. Hier haben wir auch kein Holz mehr drin. Das ist natürlich schlecht. Oh ja, okay. Ja, mit 92 Holz reicht man natürlich nicht weit. Mit 62 Holz. Reicht man natürlich nicht weit. Zeit, dass unsere Axt fertig wird. Ja, die braucht noch. Aber nur den Schaufel machen wir dann auch gleich. So, die Schaufel ist nicht so wichtig. Mal hinten anstellen, dann hier nach den Spikes. Nur mal ein Zombie. Matthias, ausprobieren können. Nein. Aber wir haben ja noch ein bisschen Metall. So viele Nester. Und einige übersehen beim letzten Mal, wo ich hier lang gegangen bin. Eigentlich habe ich doch hier schon ziemlich viel gelootet. Deswegen stehen hier auch nicht mehr so viele Bäume rum. Müsste dann, wenn wir den Felsen hier weg haben, auch unsere. Was ich sein. So, Handwerksmeister auf 78. Und die Feueraxt ist fertig. Mensch, wir können schon gelbe Feueräxte bauen. Alter, können wir zerlegen. So, einmal frei. Ja, wir müssen erstmal Holz hacken. Dann gebe ich nämlich gleich noch eine Schaufel in Auftrag. Ach doch, das rentiert sich wirklich, wenn man, wenn so ein Werkzeug kaputt ist, gleich wieder neu baut. Rentiert sich mehr als wie wenn ich dann das repariere. Wobei dann der Reparierskill nicht hochkommt. Aber das ist mir am Anfang erstmal egal, weil ich muss diese Werkzeuge leveln, um die hochzukriegen. Weil umso höher man die hat, umso länger ist die Haltbarkeit und umso mehr Schaden macht man.
Ich wollte noch eine Schaufel in Auftrag geben, gell, bevor ich das vergesse. So, wir müssen jetzt hier Holz sammeln ohne Ende. Wenn die Schmiede noch was reintun kann, die Schmiede darf nicht still stehen. Weil die steht in der Nacht schon genug still. Weil das Problem ist, wenn man die anhat, das bekommen wohl die Zombies irgendwie mit, habe ich das Gefühl. Dann gleich noch eine Spitzhacke mit in Auftrag geben. Dann müssen wir noch ein paar Armbrustbolzen bauen. Wenn es ein Zombie, da könnten wir eigentlich gleich mal die Armbrust ausprobieren, wie gut die funktioniert oder wie schlecht. Kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Wir werden es austesten. Boah, die funktionieren ja richtig gut. Der war schon tot. Das ging natürlich fix, ja. Hier war noch ein Müllhaufen. Ach, der war leer, okay. Die natürlich so gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Müssen wir unbedingt Pfeile nachbauen. Das macht ja richtig Spaß mit dem Teil. Problem ist nur dann, wenn die Horde da ist. Die kommt ja mitten in der Nacht. Die Zombies dann zu treffen. Weil die rennen nämlich, die Schweine. Ein Schuss und der ist tot. Da war doch gerade noch einer. Da hinten. Na komm her. Wo ist er? Hier ist er. Hier ist noch eine Tasche. Jagdgewehrschaft, den haben wir doch schon. Oh, Kleber ist immer gut. Haben wir jetzt hier noch irgendwo einer? Nö. Ja, also die gefällt mir. Die ist natürlich richtig geil. Für den Anfang zumindest. Oben ist noch ein anderer Zombie.
gut, der war jetzt ein bisschen schwieriger in den Kopf zu treffen. Weil die immer hin und her wackeln, das ist echt nervig. So, machen wir jetzt noch. Ich glaube, die will auch was zu essen haben, kann das sein? Hm, so langsam. Gehen wir mal zurück. Müssen sowieso das Inventar leer machen. Noch ein paar Bäume mitnehmen. Dann ist noch ein Zombie, den nehmen wir auch noch mit. Alles Punkte. Alles Punkte. Nein, nicht mit dem Hammer, mit der Armbrust. So, Handwerksmeister, das ist schön. Also man kann da richtig gut leveln. Bauschlange ist voll. Passt. Kann man frei. Also den Handwerksmeister, das habe ich jetzt schon bei mehreren Spielständen erlebt. Den kriegt man so schnell hoch. Tot? Tot. Mord. Ja, den. Handwerksmeister, den kriegt man so schnell hoch, das ist Wahnsinn. Noch ein bisschen roten Tee kochen. Geil. Roter Tee, der ist irgendwie, finde ich, am besten. Habe ich so die Erfahrung gemacht. Die können mir natürlich in die Kommentare schreiben, was ihr so für Erfahrung gemacht habt. Also ich finde der rote Tee. Na klar, ich glaube, der wärmt, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, gut. Leeres Auto, okay. Okay, ja. Auch leer. Ist doch schon wieder was rot. Richtig sauer an. Macht der hier einfach alles kaputt? Das gibt's ja wohl nicht. Ich arbeite das hier in mühevoller Kleinarbeit. Alles auf. Und der macht mir das hier alles kaputt. Das gibt's ja wohl nicht. Warum halten die nicht so lange? Warum konnte der denn so viel zerstören? Das verstehe ich jetzt nicht. Also ich glaube, wir werden noch richtig viel Spaß haben, wenn die Horde kommt. Ich will gar nicht dran denken. Nächsten Level geschafft. Hier. Mieter, du musst brennen. Brennen. Wir brauchen nämlich Eisenpfeiler. Oder Tee. Klebeband. Noch eine neue Hose. Noch mehr Kleber. Hier drin. Das tun wir hier mal raus, das tun wir hier rein. Keine weiteren, nein, hat man nicht. So, aber ich sehe schon, wir sind wieder am Ende der Folge. Ach, die zerlegen wir, die brauchen. Guck mal ja nicht. Okay. Kommen Sie hier mit rein. Wir werden damit geschmolzen. Aber ich sehe gerade, wir sind schon wieder am Ende der Folge.
Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Wenn euch irgendwas am Herzen liegt, könnt ihr die Kommentare vollkleistern. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge. Alles klar, wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.